Herzlich willkommen zum Abschlussworkshop der sechsten Initiative des Internet und Gesellschaft Collaboratory. Hier heute zu Gast in der Landesvertretung des Saarlandes. Da nochmal herzlichen Dank für. Wir haben mit den 30 Experten, vorweg, Sie haben das alle schon gelesen, also wer ins Internet muss, möchte, kann, das sind die Zugangsdaten. Kann ich das schon wegmachen oder muss ich das nochmal jemand anschauen? Ist nicht mehr nötig? Okay, gut. Wir haben mit den ungefähr 30 Experten der Initiative, das sind einige, gleich kommen noch mehr, seit Anfang Juli zum Thema Innovation im digitalen Ökosystem uns insgesamt in der großen Gruppe dreimal getroffen. Heute ist nun das dritte Mal, der Abschlussworkshop, und uns zu verschiedenen Themen kollaborativ uns getroffen, gearbeitet. Die Gruppen haben sich zwischendurch auch an anderen Orten in Deutschland getroffen. Wir kommen leider oder glücklicherweise nicht alle aus Berlin, leider für die, die nicht aus Berlin kommen und deswegen immer wieder anreisen mussten. Die haben sich dann noch gerne mal irgendwo auf der Hälfte der Strecke getroffen. Thema Innovation im digitalen Ökosystem. Wie gesagt, heute der Abschlussworkshop. Das heißt nicht, dass wir schon komplett fertig sind mit der Initiative. Das Internet und Gesellschaft Collaboratory, ganz kurz für diejenigen, die es noch nicht wissen, ist eine Multi-Stakeholder-Expertenplattform. Ziel ist ein konstruktiver Dialog und auch wirklich konkrete Projekte. Es ist, wie gesagt, die sechste Initiative. Wir hatten vorangegangene Initiativen zum Thema Internet und Menschenrechte, Urheberrecht und weiteres. Draußen, falls Sie das schon gesehen haben, liegen die Publikationen vorangegangener Initiativen. Initiativen gehen zwischen 3 und 6 Monate und es finden sich dann eben um die 30 Experten aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft, die im Durchschnitt so 3 Workshops, gerne auch mal mehr, wo mehr Bedarf oder mehr Verfügbarkeit eben auch vorhanden ist. Die Experten treffen sich ja quasi freiwillig hier und steuern ihre Expertise bei. Der Abschlussbericht ist natürlich auch online erhältlich und ist da auch dauerhaft immer auf dem aktuellsten Stand, wird aber, wie man draußen eben sehen kann, auch in der Publikation veröffentlicht. Über die Initiativen hinaus gibt es sogenannte OHUS-Arbeitsgruppen, die sich oftmals aus den Initiativen gebildet haben, wo es dann einfach weitergeht und das natürlich immer offen ist für weitere Teilnehmer und man sich Gedanken darüber macht, wie man Interventionen gestaltet, wie man das Thema vorantreiben kann in Gesellschaft. Seit August 2010 ist das Collaboratory ein eingetragener Verein und bei Bedarf nach mehr Informationen gerne an mich wenden, an Sebastian wenden oder eben auf www.collaboratory.de. Der Abschlussbericht unserer jetzt sechsten Initiative wird Mitte November 2012 erscheinen. Also nochmal auf der Website schauen oder auf Facebook oder den üblichen Kanälen, wenn man das exakte Datum haben möchte. Ein ganz grober Überblick der Themen, mit denen wir uns befasst haben. Es gab eine große Gruppe, die sozusagen unter dem Titel Innovation Governance gearbeitet hat, zu den Themen, was ist eigentlich, wie steht es um Wertfreiheit von Innovationen? Was sind eigentlich rechtliche Rahmenbedingungen? Wie ist der Status quo? Wie ist das Potenzial, dort Veränderungen vorzunehmen? Was sind eigentlich Anreize und Hemmnisse? Auch da die Möglichkeiten für Veränderungen, Versäumnisse vielleicht auch. Finanzierungsmöglichkeiten, also Förderungsmöglichkeiten, digitale Innovation im Allgemeinen, Social Innovation auch im Besonderen. Dann ganz spannender Punkt, wie ist der Einfluss von digitaler Innovation eigentlich auf die Wissenschaften und vielleicht auch vice versa. Noch ein ganz spannender Punkt, wie verhalten sich neue Strukturen von zum Beispiel Startups eigentlich im Vergleich oder mit traditionellen Unternehmen und den traditionellen Kommunikationsstrukturen. Eine weitere Gruppe, Design Patterns für Schnittstellen im digitalen Ökosystem, ich sage es jetzt mal ganz grob, befasst sich damit, wie Orte für Co-Innovationen aussehen können, die eben genau das ermöglichen. Also wo treffen sich eigentlich diese neuen Formen der Arbeit mit den tradierten Formen und nicht nur wie treffen die sich, sondern wie kann man das nachhaltig gestalten, dass diese gegenseitigen Formen der Arbeit auch sich langfristig wirklich befruchten können. Die dritte Gruppe, die wir hatten, war offene digitale Wertschöpfungsnetze, die sich unter anderem damit befasst haben, auch wieder, es geht um Orte, also wo findet die Wertschöpfung im digitalen Ökosystem statt
und auch da, was sind fördernde und hemmende Faktoren für kollaborative Wertschöpfung in offenen und digitalen Netzwerken. Das ist ein Auszug. Ich habe einige Themen rausgesucht, worum es da bei uns geht. Es wird nachher auch noch, denke ich, in der Diskussion vielleicht Statements von den Experten dazu geben oder auch konkrete Nachfragen. Und das war es auch schon ganz kurz von meiner Einführung.